Ein bisschen ist ja schon verraten worden von dem, was ich jetzt erzählen werde. Ich möchte aber erstmal etwas machen und zwar ein paar Bilder durchlaufen lassen und werde versuchen, diese Bilder nicht zu kommentieren. Ich gehe hier einfach mal durch diese verschiedenen Arbeitswelten im Laufe der Zeit durch. Ich sage fast nichts dazu, aber manchmal muss ich dann doch was dazu sagen, wenn ich nämlich zum Beispiel hier diesen fantastischen Raum sehe, dieses fantastische Oberlicht. Dann geht es weiter. Wir haben so ein bisschen versucht, auch das den unterschiedlichen Zeiten zuzuordnen. Bei manchen Bildern verraten eigentlich entweder, dass noch Schreibmaschinen auf dem Tisch liegen, stehen oder keine mehr, aus welcher Zeit sich die Bürowelten, in welcher Zeit die sich befinden. Das ist übrigens gar nicht so lange her. Ganz wichtig, achten Sie bei diesen Bildern auch mal ein bisschen darauf, in welchem Kontext sind die fotografiert worden. Das ist ja eigentlich ein normaler Büroraum, das ist eigentlich mit das erste Foto und hier sehen wir schon wieder einen deutlich höheren Büroraum. Das kann man auch schön finden oder auch nicht. Und dann eben hier wieder so ein Beispiel. Jeder stellt sich vor, er könnte also diese Coworking Spaces überall einbauen, aber es ist eben nicht so, weil es nämlich diese Flächen, so wie sie hier dargestellt sind, gar nicht so häufig gibt. Auch der Wechsel der Farben und wie oft da tatsächlich einer an der Wand klebt, das kann man sich auch überlegen. Hier auch wieder, wer setzt sich da tatsächlich rein, was passiert da? Aber auch hier wieder natürlich ein großer Raum um diese viel zu großen Objekte drumherum. Das war bei einer Besichtigung von Siemens, also da hat dann tatsächlich, er fällt kaum auf, er ist fast wegkollagiert hier, also weggetarnt. Ja, und die Bilder sind leider sehr unscharf. Und wenn man das dann alles nicht mehr erträgt, dann braucht man ein Powernap. Und das Großartigste, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, hier steht Brain Light. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Brain Light, also leichtes Gehirn oder beleuchtetes Gehirn. Ich habe keine Ahnung, aber das setzt man sich dann auf und erholt sich dann von diesem ganzen Ding. Und hier nochmal ein Versuch, der, glaube ich, zeigt, wie auswechselbar vielleicht mittlerweile diese Bürowelten sind. Ich will nicht, dass es falsch ankommt. Ich will diese ganzen Bürowelten überhaupt nicht kritisieren. Das gibt da alle zwei Tage sicherlich neue Ideen und neue Forschungen. Ich habe hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber davon habe ich wahrscheinlich nur ein Zehntel wirklich gefunden. Open Space, Relax Zone, Power Napping Area, Event Space, Activity-Based Working Space, Coworking, Co-Creation, WeWork, Co-Location, Non-Territorial Office, Team Space, Collaboration Space, Focus Space, Think Tank, Project Area, Recreation Area und, und. Schon im letzten Jahr hat Meta-Architekten, die diesen Stand hier gebaut haben, die ganze Überschrift eben auch Flexibility genannt. Ich finde es eigentlich eine sehr unschuldige Überschrift über das, was sie da eigentlich erforscht haben, nämlich genau das, was ich hier gerade gezeigt habe, dass doch die Sachen dann immer wieder vorkommen. Deswegen hier die Überschrift zu dem Vortrag und bevor ich jetzt weitermache und natürlich die gute Lösung anbiete mit dem, was wir tun, möchte ich erst mal versuchen festzustellen, was denn eigentlich die Herausforderungen an die Architekten sind. Also wir haben es eben mit, also jetzt gerade speziell im Bürobau, das ist natürlich vielleicht auch ein besonderes Thema, ständig neue Bürokonzepte, ständige Wiederholungen. Man hat das Gefühl, es geht um die Schaffung, um das Erfinden neuer Verkaufsargumente oder darum, schon Dagewesenes als etwas Neues zu verkaufen. Als Architekten müssen wir natürlich diesen Innovationsgehalt hinterfragen. Wir müssen bewerten, ob es sich bei den vorgeschlagenen Konzepten um welche mit Bestand oder um Eintagsfliegen handelt.
Wenn man jetzt fragt, wie würde ich Architektur beschreiben oder wie würde ich das Ganze lösen? Ich hange mich immer an den Begriffen Ort, Funktion, Ordnung und der Freiheit zur Schönheit entlang. Also es geht also um Kontext, es geht um die Konstruktion, es geht ums Material und wenn ich die Dinge richtig miteinander verbinde, dann schaffe ich eben auch Identität. Architektur liefert die Hülle, die räumliche Komponente. Architektur muss die eigentlichen Qualitäten liefern. Sie muss zeitgemäß zeitlose Hüllen bieten, die Spaß machen und durch Robustheit. Und damit ist natürlich auch die Robustheit der Organisation der Grundrisse gemeint, die eben flexibel genug sind, um all diese Dinge darin unterzubringen. Architektur muss natürlich Moden überdauern können. Und Architektur muss sich fragen, ob sie wirklich funktioniert. Diese Mensch-Raum-Kontext muss einfach da sein. Wir haben unterschiedliche Projekte gemacht, unterschiedliche Bürobauten. Übrigens habe ich ganz vergessen, dass wir hier, das ist der Güterplatz, da haben wir leider mit diesem Gebäude nur den zweiten Platz. Ich bin gestern Nacht aus der U-Bahn vom Flughafen da ausgestiegen und gleich auf diese Baustelle zugegangen. Das hat mir ziemlich wehgetan. Ich will drei Projekte vorstellen. Ein Projekt, wo man eben mit einem Gebäude arbeitet, einem alten Industriegebäude, einem Loftgebäude, eigentlich genau diese Gebäude, die für mich übrigens auch deswegen nachhaltig sind. Und das sind für mich die nachhaltigsten Gebäude, nämlich die, die nicht abgerissen werden müssen. Deshalb habe ich auch so ein bisschen so ein Problem mit dieser ganzen Cradle-to-Cradle-Thematik, weil da ja schon impliziert ist, dass das Gebäude irgendwann wieder abgerissen wird. Ich gehe davon oder wir gehen davon aus, dass wir Gebäude bauen, die eben nicht wieder abgerissen werden müssen. Und es gibt eben viele gute Beispiele. Und eins zeige ich Ihnen gleich, damit meine ich nicht unser Gebäude, sondern das, wo wir dann erweitern. Das ist ein Projekt in Berlin-Schöneberg. Ich werde dann ein altes Industriegebäude zeigen, welches umgewandelt worden ist in ein Büro, in unser Büro. Und dann ein Projekt, auch so wie auch dieses Projekt, beides Ergebnisse eines Wettbewerbes, die jetzt realisiert werden, ein reiner Neubau. Wir haben es hier mit im Grunde genommen einer Insellage in Charlottenburg zu tun. Es geht hier um dieses alte Loftgebäude, um dieses Industriegebäude, welches im Grunde genommen eingekastelt ist von der Autobahn, von zwei Bahnlinien. Und es gibt hier ein kleines Restgrundstück, zu dem wir gebeten sind, mal einen Vorschlag zu machen. Sie sehen hier diese wahnsinnige Qualität dieses Gebäudes. Sie können sich vorstellen, wie es innen drin aussieht. Sie wissen, dass diese Gebäude funktionieren sowohl für Büro als auch für Wohnen, für Künstlerateliers. Jeder will in diesen Räumen eigentlich genau diese Arbeitswelten unterbringen, die ich gerade gesehen habe, oder eben auch andere. Hier hinten eben nochmal die Grünfläche. Sie sehen hier das vorhandene Gebäude als Grundriss und unsere Erweiterung. Wir haben versucht, all die positiven Dinge, die in diesem Gebäude untergebracht sind, diese positiven Dinge zu übernehmen und in manchen Bereichen zu verbessern, was Raumtiefen und was Größe von Höfen angeht und so weiter. Das ist im Grunde genommen eine Rhythmisierung von 7-geschossigen Flügeln und dazwischen spannen sich immer Höfe auf. An den Stellen, wo ich einen größeren Abstand habe, sind die Gebäudeteile höher. In dem anderen Bereich sind die Gebäudeteile niedriger. Hier sieht man die untere Erschließung. Es geht darum, eben ein absolut flexibles Gebäude zu erzeugen, wo ich also von 150 bis 400 Quadratmeter Einheiten die Dinge zu großen Komponenten zusammenbinden kann. Es gibt diese in regelmäßigen Abständen identitätsstiftenden Eingangsbereiche. Dann eben hier ganz leer gelassen, die großen Flächen nur mit diesen wesentlichen Punkten versehen, die eine Nutzung einschränken, ansonsten eben genauso offen wie bei dem vorhandenen Industriegebäude. Hier unterschiedliche Möblierungsvarianten. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze ist auch eingerahmt von Hochpunkten rechts und links. Ein 80 Meter hoher Turm und ein ca. 40 Meter hoher Turm. Sie sehen anhand der Fassade, dass wir versucht haben, mit dem vorhandenen Gebäude ein Ensemble zu bilden. Wer weiß, wie lange diese Bürowelten noch
relevant sind. Das sind natürlich die, die wir hier mal eingezeichnet haben. Sie sehen hier im Hintergrund den Altbau und Sie sehen hier den Neubau. Ganz wichtig ist natürlich auch hier, dass wir extrem viele Außenflächen haben für die Mitarbeiter. Ein zweites Projekt ist eben ein altes Industriegebäude, die ehemalige Müllverladestation von Paul Baumgarten in Charlottenburg. Diese Müllverladestation ist gebaut worden als zentrale Entsorgungsstelle für Berlin. Man hatte damals noch die Pferdefuhrwerke. Man musste große Mengen an Müll, die zum großen Teil aus der Asche der Kachelöfen bestanden, diesen ganzen Müll musste man aus der Stadt herausschiffen. Man hat das irgendwo, ich will nicht wissen wo, in Brandenburg verklappt. Und dafür ist eben ein eigenes Gebäude gebaut worden, was auch lange genutzt worden ist als Müllverladestation von 1936 von dem Architekten Paul Baumgarten. Sie sehen es nochmal hier, es ist an der Stelle, wo wir eine Kreuzung von Landwehrkanal, Spree und Hohenzollern Verbindungskanal haben. Und von da aus ist es dann in die Richtung rausgefahren worden. Sie sehen hier das Luftbild des Gebäudes. Und hier nochmal eine Axonometrie. Und da fällt sicherlich auf, diese sehr, sehr große Plattform, die sich hier weiterentwickelt und hier wieder zurückführt. So sah das Gebäude aus, als es erstellt worden ist. Es ist eine im Grunde genommen reine Stahlkonstruktion mit ausgefachten Klinkern. Diese Halle hier ist gebaut worden, weil dieser Schüttvorgang einen enormen Staub erzeugt hat. Also diese ganze Asche hätte sich in der ganzen Umgebung verteilt. Das heißt, diese Halle hat im Grunde genommen, obwohl sie natürlich wärmetechnisch verstärkt worden ist, hat die Halle immer noch eigentlich die bauphysikalischen Eigenschaften eines Zeltes. Das heißt, im Winter ist es nicht ganz so kalt wie draußen, dafür ist es im Sommer ein bisschen wärmer als draußen. Damit muss man umgehen. Hier unten sehen Sie die Einfahrt für die großen Schuten, die also unter das Gebäude gefahren sind. Und von oben ist dann der Müll in die Schuten nach unten gekippt worden. Das war früher die Kommandozentrale und ist sie jetzt auch wieder, wenn man so will. Hier nochmal die Pläne als Erläuterung. Sie sehen hier die ca. 60 Meter lange Wasserhalle mit einigen Nebenräumen an der Stelle. Sie sehen hier diese große Halle, in der der Müll von oben nach unten gekippt worden ist. Und Sie sehen eben hier ganz oben noch den technischen Teil des Gebäudes. So sieht es aus innen drin oder unten drin. Oben sieht man die Klappen, von wo aus der Müll also dann nach unten gefallen ist. Das ist ein Seitenbereich, den haben wir dann damals mit Zustimmung des Denkmalschutzes noch umgebaut in ein weiteres Büro, in dem jetzt Grafiker drin sitzen. Dann sieht man die ehemalige Kantine. Unser jetziger Besprechungsraum mit geraden Tischen, noch nicht mit runden Tischen. Dann sieht man eben hier die eigentliche Halle mit den großen Toren. Diese Tore haben wir nach wie vor. Wir haben relativ einfache Fensterprofile eingebaut. Das ist ein Blick von 2004 von oben. Da sehen Sie, dass wir noch eine absolute klare rein, man könnte auch sagen, eine galeerenartige Sitzordnung haben. Das haben wir verändert. Wir haben jetzt Achtertische, haben dafür noch mehr Platz geschaffen. Aber es ist eben immer noch so, dass es Arbeiten, zumindest das ist das Feedback von den Mitarbeitern, dass sie extrem viel Spaß haben, da drin zu arbeiten. Und was hier so aussieht, als wäre es ganz laut, das ist eben überhaupt nicht der Fall, sondern es ist ein Großraumbüro. Wir haben einen Teppich da drin liegen, was ich hasse Teppiche. Aber in dem Fall ging es nicht anders und die Akustik ist absolut fantastisch und es ist so, wenn einer telefoniert, er nicht durch den anderen gestört wird. Es ist natürlich so, dass wir weitere Telefonen
Räume und auch Ruheräume und, so, und solche Dinge haben, aber vor allem beim Telefonieren, wenn es um vertragliche Dinge geht, dann kann man das nicht in diesem Raum machen, das ist so. Hier nochmal der Blick von der anderen Seite. Und hier so, wie das Gebäude jetzt aussieht. Und es ist natürlich vollkommen klar, wir haben um 11 Uhr und um 16 Uhr Kaffeepause und alle Mitarbeiter stehen dann eben hier an der Reling, wenn sie nicht Tischtennis spielen oder wenn sie nicht mit dem Frisbee spielen. Und der Tischtennisball fliegt nicht so weit, aber der Frisbee spielt mitunter weiter. Und dann kommt es eben dazu, dass man dann den Frisbee mit dem Boot sich wiederholen muss. Und wenn die Leute dann keine Lust mehr haben, was leider viel zu selten der Fall ist, dann nehmen sie unseren Betriebsdampfer, der unten in der Halle steht, und fahren damit dann auf den Wannsee. Das letzte Gebäude, was ich Ihnen zeigen will, ist das Resultat eines Wettbewerbes, wo es eben natürlich um genau diese Dinge ging. Es ging um Flexibilität, es ging darum, alle Möglichkeiten, alle Bürostrukturen einzubauen. Es ging darum, es sollte ein Gebäude sein, was sowohl Multitenant als auch Single-Tenant fähig ist. Die Bürotiefe durfte bis zu 18 Meter sein, was ich großartig fand, was eigentlich für uns ein Novum war, dass sowas vom Auftraggeber kommt. Es ist ein Projekt, was sich am Ende der Heidestraße befindet. Wer Berlin kennt, der weiß, hier ist der Hauptbahnhof, das ist die Heidestraße. Hier steht der Tour Total von meiner Kollegin Regine Leibinger und Frank Barco, der ist, glaube ich, ganz bekannt. Und genau am anderen Ende von diesem Tour Total sind wir aufgefordert, an einem Wettbewerb für ein Hochhaus teilzunehmen. Hier sieht man nochmal die Situation, die Heidestraße als Baustelle. Und das ist hier unser Grundstück, also auch wieder ein verkehrstechnisch ziemlich umtoster Raum, der aber auch sonst nicht besonders klar war. Dieses Gelbe ist nicht unser Projekt, sondern das ist noch aus dem B-Plan von dem Auftraggeber von der CAIMO. Es war ein zweistufiges Verfahren und in einer ersten Stufe hat man versucht, welches denn die besten Volumina sind, aus denen man dann nachher das eigentliche Projekt generiert, und das waren mal übersetzt die Dinge, die als Ergebnis der ersten Phase rausgekommen sind, und sowas ist relativ klar hier, da kann man sich auch noch was drunter vorstellen. Das war eigentlich mehr oder weniger unser Konzept in der ersten Runde, und das war ein Konzept, was dann eben auch noch zur Auswahl stand. Ein vollkommen absurdes Ding, wo wir überhaupt nicht wussten, was soll denn das überhaupt. Wir haben auch an anderen Konzepten länger weitergearbeitet, bis wir dann hier drauf nochmal genauer hingeguckt haben und gesehen haben, im Grunde genommen sind es ja zwei Mercedes-Sterne. Und es geht natürlich bei dem Büro dabei auch darum, es möglichst wirtschaftlich zu machen, das heißt, Erschließungskerne wie möglich unterzubringen. Hier sehen Sie nochmal diese ganzen Varianten als Modell gebaut, um damit besser arbeiten zu können. Und letztendlich ist das das Ergebnis, mit dem wir dann den Wettbewerb auch gewonnen haben. Sie sehen etwas, was zunächst mal mit der umgebenden Bebauung überhaupt nichts zu tun hat. Man wundert sich eigentlich, wie kommt es zu dieser Figur. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Aber was man eben auch sieht, sind die gerade angedeuteten beiden Mercedes-Sterne, nämlich dieser hier und dieser hier. Das Gebäude, das gab der B-Plan vor, musste sich nach hinten zur Heidestraße abtreppen und durfte hier vorne eine Höhe von 80 Metern erreichen. Das sind die Grundrisse im Erdgeschoss. Eine große Eingangshalle, wie gesagt, das Gebäude soll funktionieren für Multitenant und Single-Tenant. Eine Vorfahrt an der Heidestraße war nicht zulässig, deswegen haben wir hier hinten nochmal so eine kleine, idyllische, sage ich schon fast, Atmosphäre geschaffen, von wo aus Sie dann mit dem Taxi oder mit anderen Verkehrsmitteln angefahren werden. Das ist das erste Geschoss, eine Konferenzebene, beziehungsweise auch eine Ebene für Restaurants oder Ähnliches. Und dann eben hier diese wirklich offenen Bereiche, zwei Kerne. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze
durchzustecken. Und sie können hier eben all diese Bürowelten unterbringen, die wir gerade gesehen haben. Dann natürlich auch sehr viele Freiflächen, sehr viele Gartenbereiche, sowohl im Erdgeschoss Richtung Bahn als auch eben hier auf dem Dach. Und hier sieht man ganz gut, wie der Übergang von vorne, von dieser Bildung des Eingangstores, des Eingangs zur Heidestraße, eine ganz klare Dominanz entwickelt, sich hier hinten aber abtreppt und die Proportionen oder die Höhen der Heidestraße aufnimmt. Hier eine Ansicht von vorne und diese Mercedes-Sternform, die erlaubt natürlich einen unglaublich schlanken Gebäudekörper zu entwickeln, weil ich den Kern nicht in der Mitte des Gebäudes habe, sondern eben an diesem Kreuzungspunkt dieser drei Flügel. Hier die Ansicht von der, vom Nordhafen aus. Das ist nochmal diese Eingangssituation. Sie sehen einmal die Heidestraße, der Eingang von der Straße, und dann sehen Sie eben auf der anderen Seite diesen intimen Bereich, diese Taxivorfahrt. Und wir glauben, dass es großartig ist, wenn Sie hier reinkommen und gleich durchgucken und dann hier eigentlich eine schöne Grünanlage auch vorfinden. So, und das ist das Abschlussbild, mit dem habe ich angefangen. Wir sind natürlich ganz stolz darauf, dass sich World Architects unseres Bildes bemächtigt hat und das als Banner immer verwendet hat. Ich bin froh, wie lange diese Bürowelten hier noch eine Relevanz haben. Das sind ja auch eher so Bilder, die dann zusammen mit dem Renderer entwickelt werden. Uns ging es nicht um die einzelnen Möbel, sondern uns ging es darum, dass wir hier ein Büro schaffen, welches einfach eine extreme Leichtigkeit und Flexibilität hat. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass Architektur bei Ihnen, wenn Sie planen, wenn Sie mal grundsätzlich an eine Entwurfsplanung drangehen, zunächst mal gar nichts mit der Nutzung, die dann später reinkommt, zu tun haben soll oder darf vielleicht sogar. Stimmt das? Nee, das ist falsch verstanden. Also umgekehrt, das Gebäude, was nachher steht, soll so flexibel sein, dass es auch anders nutzbar sein kann. Aber trotzdem ist es natürlich zunächst mal so, dass man bei einem Wettbewerb oder Ähnliches für ein bestimmtes Programm plant. Ich denke bloß, es gibt eine Architektur, die, ich sag mal, sehr zeitgeistig ist in dem Sinne, dass, nehmen wir das Beispiel, ich wollte keine Bilder zeigen von, aber heute ist zum Beispiel schon mal das Gebäude Edge genannt worden, was in, ich glaube, in Holland irgendwo steht, in Rotterdam, oder ich weiß es nicht so genau, ist der erste Vortrag, der heute gezeigt worden ist, das Gebäude schon mal gezeigt worden. Oder es gibt dieses neue Gebäude von Rem Koolhaas bei Springer. Es ist eröffnet, das Gebäude ist aber wieder zu, weil man innen drin komplett umbaut. Also es ist schon wieder, alles wird raus, und dieses Gebäude ist nicht flexibel. Und das ist mein Problem. Also ich denke, man sollte unglaublich darauf achten, dass die Häuser, die man heutzutage baut, eben nicht modisch sind, sondern dass sie ihre Zeit überdauern und auch anders nutzbar sind. Weil, wie gesagt, nur diese Gebäude sind wirklich nachhaltige Gebäude. Aber wenn man plant und sich mal eine grundsätzliche Struktur von einem Gebäude überlegt, hat man sowas dann ja auch im Hinterkopf wahrscheinlich, wenn Sie diesen Anspruch haben, oder? Nochmal? Also diese Flexibilität, die man sich wünscht für das Gebäude, dass ja, es vielleicht auch mal anders nutzbar ist, das muss man ja auch im Hinterkopf schon haben, wenn man plant, oder? Das ist richtig, das muss man versuchen mitzudenken. Das geht nicht immer, das geht wahrscheinlich auch bei größeren Gebäuden einfacher als bei kleineren Gebäuden. Aber ich glaube, ich kann mir irgendwelche Gimmicks erlauben, die dann zu führen, dass das Gebäude eben nicht mehr flexibel ist, weil ich irgendwelche Beispiele des Haus vom Springer Verlag, wo ich diese aufgerissenen Ecken habe, mit denen ich nichts anfangen kann, es sei denn, ich nutze sie nur so, wie es gedacht ist im ursprünglichen Fall. Haben Sie da, plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen, was haben Sie da, bestimmte Tricks, mit denen Sie das dann erreichen, dann auch letztendlich? Irgendwelche Dinger, die Sie aus der Schublade holen? Nein. Okay, kurze Antwort. Ja, sehr gut. Ich habe gerade vorhin an diesem einen Bild, an dem letzten Projekt, unten drunter gelesen, Fox, Not Trot, ist das der Titel? Den haben wir uns nicht einfallen lassen. Okay, aber das ist der Name von dem Gebäude? Das ist der jetzige Name von dem Gebäude, ja. Okay, aber wissen Sie, wie es dazu kam? Da bin ich wirklich, bitte ich um Entschuldigung, sowohl dafür, dass ich nicht weiß, wie es dazu gekommen ist, als auch für den Namen. Okay.
Muss ja auch nicht. Ja. Okay, gut. Also an eine Sache hat mich das Ganze dann auch noch erinnert. 2012 auf der Architekturbiennale, da hatte Muck Petze das Thema Reduce, Reuse, Recycle. Mhm. Das dürfte Ihnen doch sehr nahe liegen alles, oder? Ich fand das einen guten Titel, auch wenn ich nicht weiß, warum man wieder nicht von vorne in den Pavillon reingegangen ist, sondern warum man so hinten rum musste. Das geht ja offensichtlich nicht mehr anders. Ich fand aber, dass man das viel mehr hätte vertiefen können und weniger auf die, es war wieder sehr stark bezogen auf die heutigen Moden. Also der Mut war doch nicht da, doch wirklich mal in die Architekturgeschichte zu gehen oder meinetwegen noch nicht mal in die Architekturgeschichte, sondern einfach mal sich historische oder alte oder bewährte Bauten anguckt. Aber grundsätzlich den Gedanken fand ich gut. Dann bedanke ich mich herzlich, Herr Kallhus, für Ihren Beitrag. Danke.